Dab, 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 dab. Das mit dem Scheiger hier ist übrigens nicht gewollt, oder? Oder soll der mir irgendwas sagen, weil er da an der Wand hängt? Wäre auch Schwachsinn. Schnur, Schnur. Ne, gibt nichts. Nanyo, Hojabu, Schnur, Schnur. Boing, boing. Okay. Lalala. Zumindest bin ich mal groß. Zumindest bin ich mal groß. Zumindest bin ich mal groß. Tralalalala. Das ist ja unglaublich. Didup, didup, didodo. Schnur, 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 Schnur. Ach, Feierabend. Ist echt nicht einfach. Vor allem, wenn man berufstätig ist. Bobs, Bobs, Bobs. Man merkt es. Man merkt es mit der Dauer dann irgendwie doch. So lustig der ganze Apparat hier dann eben unterm Strich ist. Wenn man dann abends nicht mehr so viel Zeit hat oder so. Es gibt so viele Dinge, die man eigentlich nebenbei, also neben meiner allgemeinen Antriebslosigkeit, was gewisse Dinge oder so angeht, ne? Aber, ja, und da oben ist die dritte Sternmedaille. Also zumindest... Wäre es doch sehr verwunderlich, wenn es sie... Aber selbst an die kommt man ja nicht ran. Ich habe es doch bereits... Nee, da... Einmal muss ich es jetzt noch probieren. Aber zumindest um zu gucken, ob ich jetzt da noch rankommen kann oder nicht. Weil das... Ich finde es faszinierend, wie schwer oder verhältnismäßig schwer dieser Level ist. Allein durch diese Hammerbrüder-Geschichten hier. Ach, es ist schon relativ... Naja, also je nachdem, ob man halt geduldig ist oder nicht, ne? Aber so relativ ist es kompliziert, da unbeschadet dran vorbeizukommen. Finde ich persönlich. Was wollte ich jetzt sagen? Wollte das da hinten nochmal kontrollieren, wegen der dritten Sternmünze? Und ich habe rumgejammert. Wegen meinem Erwachsensein. Und weil ich nicht so viel aufnehmen kann oder nicht so viel machen kann, wie ich vielleicht gerne will oder wie auch immer oder was auch immer oder so. Man muss sich halt im Vorfeld immer genau überlegen, was man mit seinem Feierabend anstellen möchte. Aha! Okay. Sowas in der Art habe ich mir gedacht, dass hier hinten nochmal was ist. Aber das erklärt immer noch nicht so hundertprozentig... Ja. Das erklärt mir noch nicht, wo die zweite Sternmedaille sein soll. Ich meine, ich habe einen Verdacht, dort hinten bei den Münzen. Aber ich habe... Er hat keinen versteckten Block gefunden. Keine Ahnung. Keinen Schimmer. Und es gibt ja nicht mal einen geheimen Ausgang hier in dieser Welt oder so, der damit gleichzeitig verbunden wäre. Die zweite Münze, die ist mir irgendwie über. Gefällt mir überhaupt nicht. Naja, gut. Dann gehen wir jetzt mal in den wunderschönen Turm. Den Blossom Tower. Yeah. Blossom war damals so eine Teenie-Serie. Die auf Super RTL lief, oh mein Gott. Und bestimmt auch auf diversen anderen Sendern. Das sieht für einen Turm relativ seltsam aus. Relativ wenig turmähnlich, momentan. Also, okay, ja, wir sehen hier einen Turm, aber trotzdem. Der Turm ist halt anders gestrickt. Weil wir sind nicht im Turm, sondern neben dem Turm. Und der Turm ist hier auch schon wieder vorbei. Oh, oder auch nicht. Er hat einfach nur verschiedene Etagen. Interessant. Dop, 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 dop. Aber ich finde das schön. Also auch mal so einen Turm zu haben. 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 Haben tun. Dodop, dodop, dodop. Ja. Ich mochte früher solche Teenie-Serien. Wie Blossom oder mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein. Dab, 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 dab. Auch wenn ich glaube ich, als ich solche Serien früher geguckt habe, teilweise noch ein bisschen zu jung dafür war. Weil da wurden ja teilweise wirklich Thematiken behandelt. Auch so, ja. Ja, Probleme rund ums Erwachsenwerden. So. Und irgendwie, keine Ahnung, auch, ja, Thematiken, was Drogen und so weiter angeht. Da sind ja diverse amerikanische Serien irgendwie immer. Ja, also. Du konntest keine amerikanische Serie bringen, ohne nicht immer irgendwo... Das war blöd? Nein, war nicht blöd. Ich kann wieder zurückgehen. Hier oben ist noch irgendwas, oder? Ist nicht? Das nimmt mich jetzt Wunder. Okay, aber deswegen kann ich wahrscheinlich auch zurück. Ja, es kann keine richtige amerikanische Serie geben oder so, ohne nicht irgendwo nochmal einen Fingerzeig zu machen, zu haben, zu was auch immer. Aber was verschiedene gesellschaftskritische Themen oder dergleichen angeht. Ich meine, das zieht sich durch alle möglichen Serien. Auch Sitcoms oder so, die ich früher geguckt habe. Roseanne oder die Bill Cosby Show oder weiß der Teufel was.
Wobei die Bill Cosby Show mir im Nachhinein betrachtet echt ein bisschen zu lieb ist. Beziehungsweise halt nicht so mein Humor unterm Strich. Ich glaube so hundertprozentig als... Na doch, irgendwie als Sitcom hat sie sich schon verstanden. Das Charakteristische dafür war ja sicherlich auch diese Einspieler mit den Lachern, was sich ja bis heute irgendwie durch so manche Sitcom eben zieht. Immer dieses, wenn ein guter Gag kommt oder so, dann... Das hätte ich mir denken können, dass es passiert. Das automatische Lachen, das ertönt. Das würde ich mir auch manchmal für meine Let's Plays wünschen. Aber naja. Können wir ja mal einbauen, ne? Mal gucken, wie es ankommt. Wahrscheinlich würden sich die meisten von euch ein bisschen bevormundet, beziehungsweise vergackeilt vorkommen. Oder vielleicht würden es manche von euch auch ein bisschen lustig finden oder so. Ich weiß ja nicht. Dab. Zwanghaftes Lachen. Dab. Kommt eben drauf an. Auch drauf an, wie es eingesetzt wird. Wo es eingesetzt wird. Ich fand es nicht mal störend, oder ich finde es nicht mal störend, offen gesagt. Weil haufenweise Sitcoms und Serien und so, die ich früher geschaut habe, die hatten das normal. Ich habe da gar nicht großartig drüber nachgedacht oder so, dass da im Hintergrund jemand lacht und mir das suggerieren soll, dass es lustig ist. Nö, das gehört für mich einfach dazu. Ich meine, das gab's bei Alf, wie gesagt, bei Roseanne, bei Hör mal, wer da hämmert. Alles super Serien, die ich früher geguckt habe. Und wo das halt in dem Moment so war. Lese ich immer wieder, dass manche Leute das irgendwie ganz schlimm finden oder so. Aber wie gesagt, bin irgendwie damit groß geworden, deswegen kann ich da... Ich meine, ich kann das mittlerweile auch ein bisschen kritisch einordnen, aber trotzdem, irgendwie sehe ich da nichts hundertprozentig Schlimmes dran. Das ist so... Das gehört einfach mit dazu, sagen wir es so. Wie, wo, wer soll ich... Achso, hier ist ein Seil. Okay. Der Sprung erschien mir doch ein bisschen knapp, aber na gut. Die Dumm. Letzte Sternmünze wäre noch cool. Letzte Sternmünze wäre noch echt cool. Aha. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass hier noch irgendwo letzte Sternmünze kommt. Indem ich irgendwas verbrenne? Nö, nicht wirklich. Ja, dann gehen wir einfach mal hier rein, ne? Müsste ja sowieso noch eine Boss-Tür oder irgendwie sowas in der Art kommen. Ah ja, das sieht mir doch... Das sieht mir nicht nach einer Boss-Tür aus, aber das sieht mir nach der letzten Münze aus. Aha! Das, so lobe ich mir das. Man nimmt übrigens Items auf, indem man das View-Pad schüttelt. Das für die Leute, die es vergessen haben. Irgendjemand hatte mich gefragt, tatsächlich, wie man die Blöcke hochheben würde, um den Fuzzi zu besiegen. Ja, man schüttelt. Das ist man gar nicht mehr gewohnt, ne? Vom Wii U Gamepad kennt man es ja mit ZR oder so. Kann man ja nur die Schultertasten. Ich meine, gut, kann man auch schütteln, wenn man lustig ist. Aber, ja. Bei den früheren Pads war es eben tatsächlich nur das Schütteln. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, sehe ich. 114 Sekunden. Ich bin auf den Endgegner hier gespannt. Mal gucken, was wir hier haben. Zunächst mal gar nichts. Was? Ein Samurai-Shy-Guy? Wer bist du denn? Wow. Und du bist... Wow, Hilfe, okay. Okay, Kollege, was bist du denn für einer? Machst du einen auf Meta Knight oder was? Das finde ich lustig. Vor allem... Aha. Ja, gut, okay, nee. Einmal nur treffen und dann, wow, die ganze Zeit nur ausweichen. Okay, du führst eine Attacke auf mich aus, dann springe ich auf deinen Kopf und dann war das ein Treffer. Okay, alles klar, habe ich kapiert. Und danach weiche ich einfach aus, bis du, ja, deine 5 Minuten irgendwie überwunden hast. So, ja, greif mich an und ich habe dich besiegt. Die Idee finde ich mal geil. Irgendwie hat das was. Und der lässt sich auch nicht verzaubern von Kamek, weil es seine Ehre nicht zulässt. Nichts mit Zauberei, ich bin ein echter, männlicher Shy Guy, der Mario noch mit purer Samurai-Kraft besiegen wird. So oder so ähnlich. Finde ich echt geil. Wine Chasm. Ui, lass mich raten, von Stange zu Stange springen. Dup. Schnups. Ah, von Stange zu Stange fliegen, das gefällt mir noch viel besser. Ui, ja. Genau. Mhm.
Man sollte natürlich schon darauf achten, wie man springt, wenn man springt. Oh, cool. Ja, zum Glück habe ich ja Schalterpalast und so, ne? Das bringt mich wieder auf was. War nicht mittlerweile irgendwann mal die Rede von, suche den grünen Schalterpalast? Das wäre doch mal eine Idee. Wenn ich natürlich zufälligerweise mal auf den grünen Schalterpalast stoßen würde. Das würde natürlich auch bedeuten, dass der grüne Schalterpalast unter Umständen sich auch in dieser Welt hier befindet. Muss er natürlich nicht, aber wäre ja möglich. Hier unten ist nix, ja? Nee. Job, job, job. Job, job, job. Job, job, job. Man muss genau aufpassen, was man im Hintergrund noch benutzen kann und was nicht. Aha, hier kann ich so machen. Und das bedeutet was? Ach so. Ach, das waren diese Plattformen, die man durch Neigen bewegen kann. Ah, alles klar. Hui, ups. Das war einfach, das war einfach. Das war... Ich weiß nicht was. Aha. Aha, okay. Kann man sogar ohne Propellerschnups schaffen. Normalerweise ist die grüne Röhre immer die Eingangsröhre und die gelbe Röhre dann die Ausgangsröhre. Na gut. Wenn die Münzen nur immer so versteckt wären. Ich weiß nicht, was ich bei diesem Flip-Lock-Level machen muss. Vielleicht hat mir ja mittlerweile einer von euch da einen Tipp geschrieben oder so. Ich weiß gar nicht, ob der Part jetzt schon online ist oder ob der erst morgen online kommt, wo ich diesen Level spiele. Naja. Zum Glück, passieren die Uploads ja momentan relativ zeitnah. Also ich gebe mir in letzter Zeit auch echt Mühe, was das Beantworten von Kommentaren so angeht. Ich hoffe, das hat auch irgendeiner mal wohlwollend zur Kenntnis genommen. Also ich tummel mich jetzt auch des Öfteren einfach mal so im Kommentarbereich und gehe ein bisschen auf eure ja, Fragen und dergleichen ein. Das war irgendwie doof. Ich kann auch einfach die Ranke hier nehmen. Das war noch dümmer. Ah, geheimer Ausgang. Okay, alles klar. Hier kann man sich nicht festhalten. Sag mir das doch einer. Ah, scheiße. Ja toll, wie komme ich jetzt hier raus? Gar nicht, gar nicht. Ach so, ja, ich kann mich hier oben hinstellen. Natürlich, klar. Gut. Geheimen Ausgang haben wir also schon mal gefunden. Man muss sich nur geschickter anstellen. Und man darf sich natürlich nicht von Schildkröten fressen lassen. Ja, das ist wunderbar. Kann man beides schaffen? Geheimen Ausgang und Sternmünze? Vielleicht. Aber man muss die Welt ja sowieso zweimal machen. Von daher wäre es eigentlich schwachsinnig. Ob ich jetzt... weiß nicht. Blups. Naja, wir machen jetzt... Ne, was machen wir denn? Wir können doch erstmal den geheimen Ausgang dann eigentlich machen, oder? Und dann gehen wir sowieso wieder in die Welt und dann bekommen wir wieder unser Item und dann... Ja, mit Propellerschnups ist es doch sowieso einfacher, daran zu kommen. Ja, das ist schon in Ordnung so. So, Moment. Zack. Und fertig. Also wenn das kein geheimer Ausgang ist, ich bitte euch. Okay, zunächst mal ist es ein Bonus-Ding. Bonus, Bonus, Bonusraum, Bonus, Bonus, Bonusraum. Was sollen mir die ganzen... Soll ich irgendwas mit den Fragezeichenblöcken hier machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht soll ich irgendwas mit ihnen machen. Aber ich gehe... Ist ein Extra-Leben drin, oder? Nein, sind es nicht. Das sind nur normale Blöcke. Ach, kein Bock jetzt wegen jeweils einer Münze dagegen zu bumsen. Bums, bums, bums. Okay. Was? Hat sich was mit geheimem Ausgang? Schön. Hering verarscht. Mensch. Das ist ja super. Jetzt dürfen Level doch wieder noch... Oh, Mann. Ah! Sag mir das doch einer vorher. Yeah. Und jetzt sagen die mir doch einen geheimen Ausgang. Dann kriege ich die Krise. Nee, blauer Level. Okay. Als nächstes würden wir in die Stadt gehen. Yeah. Okay, der Level heißt ja auch Sakura Village. Gut. Dann gehen wir eben nochmal schnell da rein. Dupdi-dupdi-dup. Hat ja keiner gesehen, ne? Nee, ich glaube ja irgendwie nicht. Aber zumindest kriegen wir... Ja, genau. Den Propeller... Propellerpilz wieder. Propellerpilz. Propellerpilz. Das whatever a Propellerpilz das. So. Schnuppi-Schnupp. Schnuppi-Schnupp. Dupdi-dubi-dub, dubi-dub-dub. Bin ich eigentlich von der Zeit her? Ja, es ist okay. Gehe ich heute mal nicht so früh schlafen wie sonst. Also in den letzten Tagen bin ich wirklich... Ich bin ein verdammter
Schlafschlafi geworden. Also so ein richtiger, ein Schlaffi quasi gesehen. Ich weiß nicht genau, wie ich es anders beschreiben soll. Doch, ich wüsste schon, wie ich es anders beschreiben soll. Ganz ehrlich, ich bin kein Schlaffi. Nein. Dubdidub. Schlafen. Ja, ist eines meiner liebsten Hobbys so ungefähr geworden. Ich schlafe viel, ich schlafe gründlich. Sozusagen als Ausgleich dafür, dass ich ja des Nachts immer aufwache. Diese Thematik hatte ich irgendwann mal in einem meiner Let's Plays angeschnitten. So dass ich auf, naja, 8,5 Stunden ungefähr komme. Was echt viel ist. Wirklich. Also, das ist. Das ist auf eine gewisse Art und Weise echt krass. Und ich schäme mich fast schon zu Tode. Früher bin ich mit 5 Stunden zurechtgekommen. Und jetzt brauche ich 8,5. Das ist. Man merkt es dann aber auch automatisch wie dann so ein bisschen. Die Zeit, die fehlt einem dann im Tagesablauf. Klar. Wenn man normalerweise nicht so viel Schlaf benötigt. Oder sich einfach nicht so viel Schlaf gönnt. Dann hat man abends mehr Zeit. Logisch, weil dann bleibt man eben bis Mitternacht oder so auf und dann pfeift man eben drauf, dass man morgens um 5 oder 6 wieder raus muss. Das ist dann in dem Moment einfach so.